Packix WWE. Die letzte Raw-Episode vor einem der Big Four Pay-Per-Views vor der Survivor Series 2015. Ich hatte Vorfreude auf diese Episode, wegen den guten Viertelfinalansetzungen, die es ja bei dieser Raw auch gab und die auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht enttäuscht haben. Heute gibt's ein Comeback eines vor zwei Tagen verletzungsbedingt ausgefallenen Review-Partner. Der Alex ist wieder zurück, hat seine Mandelentzündung endlich besiegt. Boom! Ja, Antibiotika versus Mandelentzündung. Antibiotika, ne? Nach zwei Tagen via Pin. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe mich auch auf die Raw gefreut. Die schönen Viertelfinals. Das war schön, ja. Du bist ja normalerweise bei Raw-Reviews eher nicht so oft am Start, weil du Uni sehr, sehr lang hast und dann musst du Raw noch zusätzlich gucken. Heute ist ja hier was ausgefallen. Von daher der Alex hier, weil ihr ihn am Sonntag bei den Weekend-Reviews zu SmackDown und NXT nicht bekommen habt, hier dann zu Raw. Wir starten gleich in die Show. Es gab ein Paris-Gedenksegment. Das ganze Roster steht auf der Stage. Man muss halt einfach nochmal sagen, schrecklich, was da passiert ist. Ich verstehe auch die ganzen Leute nicht, die dagegen haten und die sagen, oh, pray for Paris, die ganzen Heuchler. Natürlich ist es so, dass durch diesen Kulturunterschied zwischen Paris und Irak Anschläge in Paris jetzt nicht so krass auffallen und hier begutachtet werden und auch mediale Aufmerksamkeit bekommen, wie jetzt in Paris, das ist klar. Aber ich finde nichts daran schlimm, hier irgendwie sein Mitgefühl zu zeigen, sein Profilbild zu ändern. Ich meine, wen stört es denn? Ich verstehe es nicht. Ja, das stört auf jeden Fall niemanden, ne? Ich hoffe es. Ja, ich meine, Oliver Kalkofer hat da auf Facebook einen richtig schönen Text eigentlich gepostet, der meinte, der hat halt auch auf den Punkt gebracht, dass doch niemand angegriffen wird und jeder das ausdrücken soll, wie er selbst möchte. Also ich weiß auch nicht, wie man sich da noch streiten kann. Ja, es sind halt einfach für mich Leute, die sich über alles aufregen, die sich dann nie wieder aufregen. Die sind halt unglücklich mit ihrem Leben. Schön, sollen die alleine sein, unglücklich, ne? Da müssen die einfach nicht Leute runtermachen, die ein wenig Mitgefühl zeigen, ob geheuchelt oder nicht. Darum geht's nicht. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, wie er es zeigt. Ja. Naja. Genau, aber wir sind hier nicht bei einem Politik-Talk, sondern bei einem Wrestling-Talk. Und es kommt gleich mal wieder Gänsehautstimmung bei mir, dem guten alten Undertaker Mark, auf, als, ich nenne es mal, epische Klostermusik ertönt und dem Undertaker seine Druiden hier am Start waren, rauskommen. Gänsehaut, der Gong kommt, Undertakers Entrance, die Brothers of Destruction, Kane und Undertaker sind am Start, halten eine Promo, sagen, we are the true Army of Darkness, Wyatts kommen raus, Bray Wyatt sagt, ich bin der wahre Meister der Mind Games und so weiter, die betteln sich so ein bisschen, Licht geht aus, wieder an und auf einmal stehen da so Wyatt-Druiden mit Schafmasken rum und ich dachte mir einfach nur, wie geil waren diese Druiden da, das hat einfach perfekt gepasst, weil die Druiden vom Taker waren ja beim Entrance da und dann hat Bray Wyatt quasi diese parodiert und selbst Druiden gehabt und die, man kann jetzt da viel rein interpretieren, waren das irgendwie Mitglieder der Wyatt Family und so, fand ich richtig geil, dass man hier die Druiden eingesetzt hat. Auf jeden Fall, ich habe gefeiert, die Kapuzen gehen ein Stück hoch und alle haben einfach eine Schafmaske auf, richtig geil. Ich habe auf jeden Fall gefeiert, das ganze Segment, ne? Auch als Nicht-Undertaker-Mark hast du einfach eine Gänsehaut bei so einem Entrance, weil das ist einfach seit 25 Jahren, ist er einfach am Start und es ist so schön. Der hat schon so viel gezeigt und so oft hatte man schon wegen dem eine Gänsehaut, ne? Das ist einfach wunderschön. Absolut. Und der eine Chokeslam von Undertaker, der war halt einfach locker 10 Meter hoch gegen den einen Druiden da. Das muss man auch mal festhalten. Es sah so ein bisschen aus, als würden die beiden hier Kinder-Chokeslammen, fand ich. Also die Leute waren nicht besonders groß, waren wahrscheinlich die J&J Security da unter den Masken. Man munkelt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall super Segment. Die Druiden werden von Taker und Kane abgefertigt. Aber ich finde einfach, sowas braucht man öfter, weil es einfach der Wyatt Family auch in gewisser Weise auch ihren Charakteren sehr, sehr viel Stärke verleiht, wenn sie da lauter Leute haben, die eigentlich Mitglieder der Wyatt Family sind. Und sowas will ich öfter in den Shows sehen. Richtig geiles Segment. Am Sonntag das 25-jährige Jubiläum des für mich besten aller Zeiten vom Undertaker, die Brothers of Destruction treten
treten auf zwei Wyatt Family oder treten auf zwei Wyatt Family Mitglieder. Nein, sie treffen auf diese und die werden natürlich von Bray Wyatt gewählt. Ich frage mich hier, wieso hat man nicht Team Wyatt gegen Team Taker angesetzt, sondern nur so ein Tag Team Match. Also es ist die Survivor Series und bisher gibt's noch kein Team versus Team Match, sondern nur dieses Turnier und dieses Tag Team Match. Also ich find's ziemlich schade. Ja. Ja gut, wobei, wenn es so ein Elimination-Tag geworden wäre, hätte ja die Brothers of Destruction bis zum Ende nicht eliminieren dürfen, wäre ein bisschen leicht vorauszuschauen gewesen. Vielleicht denken die so, die Schreiberlinge, die guten Alten. Aber ich meine, ich finde es ganz interessant, weil ich mir jetzt einfach gar nicht vorstellen kann, wie es bei Survivor Series laufen wird. Also ich bin noch nicht überzeugt, wen Wyatt auswählen wird und wie das Match ausgehen wird dann. Ob es ein cleanes Finish wird und weißt du, ich stehe im Dunkeln und wie beim Entrance. Oh. Und das ist einfach schön im Dunkeln zu stehen, wenn man nicht weiß, was kommen könnte, wenn man, ne, sich den Kopf zerbricht und einem nichts einfällt. So muss es eigentlich sein. Das macht's interessant. Das stimmt. Ich hätte aber zum Beispiel, es gab ja auch auf Twitter diese ganzen Gerüchte hier, Finn Balor, Sting, Taker und Kane gegen die Wyatt Family und dann gewinnt irgendwie die Wyatt Family und kommt dadurch over, weil sie eben die ganzen Legenden besiegen. Finn Balor wird dann am Ende übermannt und es startet die Fehde Wyatt gegen Balor. Das wäre natürlich ein Traumszenario gewesen, man muss aber auch sagen, so wie sie es jetzt gemacht haben, hypt's mich trotzdem, weil es einfach Undertaker und die Brothers of Destruction an sich im Match sind. Ich meine, ich bin kein Kane-Fan, aber ich bin Undertaker und Kane in Verbindung-Fan. Ich habe sogar die Brothers of Destruction DVD hier links neben mir. Könnte interessant werden, ich hätte aber das Team-versus-Team-Match besser gefunden. Ja, wobei ich Bella nicht so hart gefeiert, also du weißt, wie hart ich Bella feiere, ne? Das klang jetzt nachher schlimm. Aber ich hätte es nicht so hart gefeiert, den schon wieder als NXT-Champ hochzuholen. Ich würde den lieber hochholen, wenn der Titel weg ist. Irgendwie habe ich gerade keine Lust drauf, schon wieder einen Champ hochzuholen. Und dann muss er den Titel wieder verlieren in nächster Zeit und sieht vielleicht im Main-Roster nicht so ultra gut aus, weil es mal wieder ein bisschen schlechter gebuckt wird, ne? Das ist irgendwie auch ein Risiko. Ja, durchaus. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie man den Taker, beziehungsweise was Taker hier Finn Balor reinbringen wird in die TV-Shows, in die Main-Roster-Shows. Gehen wir mal weiter. Es gab eine Traum-Match-Ansetzung im Viertelfinale hier um den WWE-Titel, beziehungsweise in diesem Turnier eben. Neville gegen Kevin Owens. Wäre eine geile Fehde. Hier gab's einen, ja, geiles Match auf jeden Fall schon mal. In dieser Fehde Neville gegen Owens, die ich auf jeden Fall nochmal sehen will, wie auch immer. Also ich muss diese Fehde nochmal sehen. Ohne Witz, dieses Match war so gut. Gib dem noch 5 Minuten mehr Zeit und es wird episch. Aber für so einen geilen Upset-Victory von Neville wäre das geil, wenn er einfach, wenn man KO den Titel verlieren lassen will, den Intercontinental-Title, und dann einfach Neville hier als Underdog gewinnen lässt. Fände ich sehr, sehr interessant. Neville wäre hier im Match zum Beispiel fast ausgezählt worden, das hat schon mal Spannung reingebracht und ab da ging es dann eigentlich richtig ab. Red Arrow vom zweiten Seil, Kickout von Owens, Pop-Up Powerbomb gekontert, Superkick Reverse Hurricane Runner von Neville, super krank und wieder Kickout. Ab da an wirklich super spannendes Match, fast Match of the Night. Zum anderen kommen wir dann später noch, Red Arrow, aber Owens weicht dem Ganzen aus, zeigt seine Pop-Up-Powerbomb. Was für ein geiles Match. Super Darstellung auch von Neville und Owens ist im Halbfinale. Ja, ich denke mal, man wollte, Neville einfach nicht in eine Fehde um den Intercontinental-Titel bringen. Und ich meine, wer gegen Owens gewinnt, ist ja eigentlich so gut wie zwangsläufig da drin. Und ich bin immer froh, wenn Kevin Owens gewinnt. Du weißt, wie es läuft. Dafür habe ich den Typen einfach zu lieb, um ihm eine Niederlage zu gönnen, ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall gefeiert, es war ein starkes Match. Die haben auch gut 10 Minuten bekommen, als erstes Match des Abends, da das ist Publikum direkt abgegangen, auf jeden Fall gefeiert. Stimmt, du hast gar nicht erwähnt, das war ja noch ein Turnbuckle Moonsault nach außerhalb des Rings, ne, von Neville. Stimmt, ja. Also der war ja auch richtig krank, wie immer halt, ne. Der Neville ist einfach ein harter Kerl. Und ich meine, da ist ja auch irgendwo noch eine kleine offene Rechnung für die Fehde übrig bei NXT, ne, Owens gegen Neville, hat stimmt. Neville einmal hart abgefertigt und mehr ist nicht passiert. Also, da könnte irgendwann noch was kommen und es würde geil werden. Auf jeden Fall. Und ich will auch dieses
Match nochmal zwischen den beiden sehen. Ich will echt eine Pay-Per-View-Fehde mit drei Pay-Per-View-Matches und einer intensiven Storyline, wo man endlich den Charakter Neville auch so ein bisschen mehr overbringt bei den Fans. Er ist bisher nur dieser Highflyer, bei dem man halt denkt, okay, er zeigt krasse Moves, aber so vom Charakter, nee, eher langweilig. Also, da braucht er noch irgendwas. Da braucht er so eine Tiefe und die kann man ihm hier in so einer Fehde gegen Owens geben. Owens zieht immer Heat, zeigt immer geile Matches und auch diese 10 Minuten haben die beiden so super genutzt. Von daher, gib den beiden 20 Minuten und wir sehen einen Classic, sag ich mal. Ansonsten, Seth Rollins wurde gezeigt, wie er so seine Operation durchlaufen hat. Ein Knee Injury Update, so wurde das Ganze genannt, wird 6 bis 9 Monate ausfallen. Wir gehen schnell zum nächsten Match, weil sonst klatschen hier wieder die Tränen auf den Holztisch, wie das Alex ausdrücken würde. Tyler Breeze gegen R-Truth kam hier und ja, das war ein ziemlich schnelles Match, kann man sagen. Also es ging nicht wirklich lange. Tyler Breeze gewinnt das Ganze zum Glück mit dem Beauty Shot und wird dann, ich weiß gar nicht, wird es bei Survivor Series Breeze gegen Ziggler geben? Ist das angekündigt? Ich glaube nämlich sogar nicht. Stimmt, Ziggler ist ja gegen Ambrose rausgefallen. Stimmt, ja, noch ist nicht angekündigt. Wird auch langsam eng, ne? Da müsste ja man bei SmackDown auf jeden Fall was in die Richtung machen. Ja. Ich meine, im Endeffekt, mich wundert es immer wieder, R-Truth, egal wie lange der nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen ist, der Typ ist und bleibt einfach auch over irgendwo, ne? Das Publikum bejubelt den Typen immer. So ein WhatsApp-Schrei lässt einfach jeder im Publikum raus. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Einfach, dass R-Truth eigentlich fast so jemand ist wie, was ist ein guter Vergleich, Pimpinella Esclarata bei Lucha Underground. Also wir mögen sie ja nicht so, bei R-Truth ist es jetzt nicht schlimm, er ist halt da, er ist einfach belanglos, aber solche Leute sind halt einfach gut, weil sie bei der Crowd gut ankommen und wenn dann Heels gegen sie gewinnen, sind die Heels gleich mehr over. Und ich war ja auch bei Leipzig Freitag war das und da war R-Truth am Start und die ganze Halle inklusive mir und Franz hat halt What's up geschrien. Also der ist echt super hoch. Ja, das ist krass. Ich meine, der Typ kämpft 3 Monate nicht, geht einmal in den Ring, verliert innerhalb von 3 Minuten gegen einen Neuling, aber ist und bleibt immer over. Und naja, noch ist Breeze ja leider nicht so over als Heel. Oder so viel Heat zieht er noch nicht, ne? Ich würde gerne so ein paar, weißt du, wenn dieses Look Everyone, It's Tyler zu hören ist, sollten ein paar aufschreien, weil sie sich so hart freuen und ein paar sollten einfach Buh schreien, weil es Mark sind. Das heißt, sowas hätte Breeze verdient, aber im Endeffekt fand ich, war die Halle recht ruhig. Das Einzige, was richtig geil war, wo Heat gezogen wurde, wo es auch richtig gut gemacht wurde, das war einfach bei diesem Lippenbalsam, was der Breeze sich da während des Matches gegönnt hat. Das war so geil, Alter. Die Fans, die haten ihn einfach richtig krank dafür und so muss es weitergehen. Ich will Breeze als Top-Heel hier haben, ne? Ja. Also, ich kann ja nochmal, es wird noch eine Review zu WWE Leipzig geben, die ist schon aufgezeichnet mit Martin und Franz, die kommt am Donnerstag. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber in Leipzig am Freitag hat wirklich jemand beim Entrance von Tyler Breeze geschrien, kill die Schwuchtel! Also, sowas unglaublich Respektloses bei einer Wrestling-Show zu schreien. Ich hab's nicht mehr gepackt, vor allem, weil man ja sagen muss, Schwuchtel ist heutzutage echt keine Beleidigung mehr. Ich fand das sehr respektlos. Und besonders gegen so einen unglaublich guten Wrestler. Ich meine, jetzt, weißt du, wie dumm, wie unterbelichtet muss ein Mensch sein, wenn er ihn da so aufgrund des Heel-Gimmicks runtermacht und so hart beleidigt, ne? Im Endeffekt ist Tyler Breeze in-ring-technisch, das hat man auch gegen R-Truth gesehen, richtig stark. Ich meine, wie er da in diesen Half-Boston-Crap rein ist und so, der Typ, der hat's einfach drauf, ne? Absolut. Ich find's schade, dass er noch nicht so ganz over ist, aber ich denke, wenn man ihn gut einsetzen würde, würde das auch gut werden. Und er wird ja dann vielleicht bei der Survivor Series das Match gegen Ziggler bestreiten. Ich denke schon, es wird noch irgendwie angesetzt. Es gab ja auch eine Fehde in die Richtung. Bei SmackDown wird da sicherlich noch was folgen. Aber wo wir gerade bei Dolph Ziggler waren, der hatte ein Match gegen Dean Ambrose. Das 2. Viertelfinalmatch des Abends. Und das Match war auch wie jedes Viertelfinalmatch, fand ich super. Du hattest technisches Wrestling drinnen, transformiert sich irgendwann zu einem Brawl, zu einer Mischung zwischen technischem und Brawl-Wrestling. Super Sequenzen drin, Spannung. Am Ende gibt's den Dirty Deeds out of nowhere und Ambrose kommt weiter ins Halbfinale. Das heißt Ambrose gegen Owens bei Survivor Series. Das nächste Traummatch, in dem Owens involviert ist, neben Neville gegen Owens. Also das Match an sich hat mir super gefallen, der Ausgang hat mir super gefallen und es war ein cleanes Finish. Ich kann mich einfach wieder hier nicht beschweren.
Ne, ging auch über eine Viertelstunde. Ich meine, die haben die Show richtig schön gemacht. Immer ein so ein Viertelfinale und dann so ein kleines Filler-Match. Und war auf jeden Fall geil, die Show. Ne? Ich meine, dass Ambrose weiterkommt, war ja irgendwo auch zu erwarten. Ich bin mal gespannt, wie man das angeht, ne? Kommt da jetzt am Ende dann im Finale ein Heel-Turn oder so ein Quatsch, wenn Ambrose gewonnen hat? Oder, naja, holt sich Reigns einfach den Titel und Ambrose geht gegen Owens. Die Fehde steht halt offen, ne? Ja. Die sollte ja eh anfangen vor der Verletzung. Mal gucken, da hat man auf jeden Fall richtig viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf jeden Fall gegen Owens versus Ambrose. Ist ein kleines Träumchen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das dann am Sonntag werden wird. Allgemein, die Survivor Series Preview kommt ja dann am Samstag raus. Seid auf jeden Fall gespannt. Um 11 Uhr gibt's die auf YouTube verfügbar. Und dann am Montag natürlich auch gleich die Review. The New Day kam raus. New Day ist ein Jahr alt geworden. Nobody cares about Anniversary of Undertaker bei Survivor Series. Wir wollen feiern. Wir sind New Day, das größte Tag Team der Welt. Wir sind ein Jahr alt geworden. Das alles sagen sie. Und trotzdem werden wir nicht so behandelt wie ein Undertaker oder wie die anderen. Oh no! Die Usos sind Versager und verarschen so. Us! Au! Us! Au! Meine Schulter! Ich brauche Surgery! Ich habe das so gefeiert, das Segment. New Day unterhält einfach immer und ich habe auch bei Leipzig ja diesen Tanz von Big E in echt gesehen und ich hab's nicht mehr gepackt. Der Typ ist so fertig, ey. Geil, einfach nur. New Day momentan immer noch bestes Stable in der ganzen WWE. Auf jeden. Richtig geil. Und ja, bald die Fehde gegen die Usos am Start, nehme ich mal an. Ich denke mal, Survivor Series ist ein Match. Ist es offiziell bestätigt? Noch nicht, oder? Noch nicht, aber ich denke, das wird noch im Laufe der Woche bestätigt werden. Muss. Ja gut, wobei, ne? Eigentlich nicht. Muss eigentlich nicht. Noch haben die Usos ja nichts gerissen, ne? Usos und Ryback gegen New Day. Im Endeffekt einfach nur ein DQ-Sieg für New Day. Also, seit wann sind die Usos denn Hauptherausforderer Die hier? Lucha Dragons würde für mich mehr Sinn ergeben, weil die ja dieses Match bei SmackDown gewonnen haben. Und das war ja Ja. so indirekt dieses Number One Contender-Ding. Ja, aber Kalisto ist ja jetzt irgendwie eher auf dem Weg, ne? So mein so Wrestler. Glaube ich nicht. Man hat ihn, glaube ich, nur in dieses Turnier involviert und jetzt treten sie wieder Ja, fortan als man Tag hat ja Team wohl auf. gemerkt, wie gut er auch alleine ankam. Ja. Wobei, da kommen wir gleich noch zu hier im Main Event, ne? Mehr oder weniger. Oder im letzten Im Match Main des Abends. Event, Ja, ja. das Main Event war ein Segment im letzten Match des Abends gewesen. Genau, ja, Freut auf mich. jeden Fall. Die Usos, ich weiß nicht. Also ich sehe daran auch keinen Schaden, einfach zu sagen, New Day geht gegen die Lucha Dragons bei Survivor Series um die Titel. New Day gewinnt clean und man hat ein geiles Match auf der Card, weil New Day gegen Lucha Dragons hatten wir schon mal in der Vergangenheit und die Matches waren immer so geil. Also ohne Witz, pack das rein auf die Card hier bei Survivor Series und ich bin glücklich. Die Usos und Ryback haben sich hier zusammengetan gegen New Day in einem Match bei Raw. Big E verarscht die ganze Zeit Ryback. Ryback rastet komplett aus, haut den Referee um. Es gibt einen DQ-Finish. Ryback zerlegt New Day komplett allein und die Faces stehen am Ende oben. Ja, fand ich in Ordnung, dass die Usos hier auch mal die Oberhand hatten. New Day so ein bisschen alleine von Ryback zerlegt. Ja. Ja, bisschen übertrieben dafür, dass er in der ersten Runde gegen Kalisto rausgeflogen ist. Aber ich meine, die Usos sind ja solide, ne? Die liefern halt immer ab. Nie super top, aber die liefern immer ab. Die haben immer ihr gewisses Niveau, deshalb kann man eigentlich recht zufrieden sein. Ja, Da gibt's Schlimmere. durchaus, auf jeden Fall. Kommen wir zum besten technischen Wrestler der WWE. Der sitzt in der Umkleidekabine. Die Rede ist von Cesaro. Triple H kommt dazu und sagt zu ihm, es geht heute um alles. Du bist in einem Turnier um den Haupttitel dieser Company, aber dir fehlt noch dieses kleine Extra. Und dieses kleine Extra würde dich wirklich zum Champion machen, war durchaus eine Anspielung auf die Authority. Wir können eigentlich gleich noch die anderen Segmente vorwegnehmen. Oder nee, das machen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Match, was Cesaro tatsächlich hatte. Reigns kommt aber erstmal raus, hält eine Promo, die wieder ziemlich scheiße war, wie ich fand. Also er ist halt einfach. Wieso lässt man ihn solche Promos halten, wenn man weiß, dass es irgendwie sowieso nichts wird? Also ich will ihm gar nicht ankreiden, dass er sich nicht verbessert hat, aber trotzdem merkt man halt einfach, der Typ ist im Vergleich zu anderen Mic-Workern wie ein Owens, Wyatt
oder Ambrose so in einer unteren Liga, dass es nicht mal zu fassen ist. Reigns sagt hier, ich habe mir eigentlich alles verdient, gegen Seth zu kämpfen und so weiter, aber selbst nach seiner Verletzung hatte ich dann noch die Chance, es mir einfach zu machen, aber I don't sell out und so weiter. Ich werde Champion werden. Also die Promo war halt da. Ne? Was hatte einer im Publikum für ein Plakat hochgehalten? Irgendwie so, meine Frau ist nur wegen Roman Reigns hier, I can't believe that. Ja. Haben die auch extra eingeblendet, ich hab's gefeiert. Ja, ich meine, zu Reigns an Mike braucht mir nichts sagen, eher langweilig. Kommen wir doch einfach zum Match des Abends. Es waren 20 Minuten und Cesaro ist einfach ein Gott. Ein Gott. Man muss es einfach so sagen. Also, ich habe mir auch vorher gedacht, Reigns ist im Match, Cesaro ist im Match, die werden dem Ding Zeit geben, weil sie ihren Lieblingen wie Cena und Reigns immer mehr Zeit geben und auch immer das Booking hier ein bisschen in diese Richtung ausrichten, sage ich mal, um es ganz einfach zu formulieren. So krasse Action von Cesaro hat erstmal am Anfang des Matches einen Handstand über Seil gezeigt, dann einen Sunset Flip, ja genau, einen Ratschlag. Ey, was ist das für ein kranker Typ? Dann Sunset Flip aus der Drehung irgendwie, Turnbuckle, vom Turnbuckle zu Reigns von Cesaro, Gut Wrench Suplex, der Typ ist so ein Tier. Cesaro Swing, European Uppercut, Reigns mit einer Lift-Up Powerbomb und dann kam für mich fast schon das Highlight des Abends. JBL voll drin hier. Wow, Lift-Up Powerbomb, der Typ ist ja so stark und sagt dann, wow, wie er den hochgehoben hat, versucht das mal zu Hause, Leute, das schafft ihr nicht. Und Michael Cole, ich würde vorschlagen, dass niemand diese Moves zu Hause nachmacht. Leave it to the pros in the ring. Und ich dachte mir nur, JBL, du bist so behindert, Alter. Don't try this at home, hast du noch nie gehört. Ich hab's so gefeiert. Ja, der JBL ist manchmal ein bisschen verwirrt. Ja. Cesaro, ey, jetzt mal ohne Witz, dann kam der Springboard, der Springboard Flying Uppercut, Dingsbums mit Drehung, alles drum und dran, perfekt ausgeführt. Und was war natürlich noch am Start? Wie immer, ja, hier der eine European Uppercut, wo der Reigns halt so hochstößt, ne? Ich dachte mir, komm, lass doch den Pin einfach durchgehen. So, ganz ehrlich, Raw, WWE, warum könnt ihr mich nicht einfach mal überraschen? Lasst einfach nur den Pin von Cesaro durchgehen und ich wäre ultra krank weggetickt einfach, ne? Alter. Aber das wäre ja ähnlich gewesen wie Owens gegen Cena bei Elimination Chamber, wo man dachte, okay, die übertreiben es jetzt mit dem Pop-Up Powerbombs und Cena kickt wieder out at two und dann. Was? Und der ist ernsthaft durchgegangen. Also so wäre das ungefähr gewesen, wenn Cesaro hier dieses Match gewonnen hätte. Dieses großartige Match. Es gab den Superman Punch, den Neutralizer gekontert in den Superman Punch nochmal, den Spear und Reigns gewinnt natürlich. Natürlich war es auch von Anfang an klar, aber du bist dann irgendwie trotzdem in gewisser Weise enttäuscht. Vom Match kann man nicht enttäuscht sein. Sehr, sehr geile Sequenzen, Konter, Moves und so weiter. Leider gewinnt Reigns, aber Cesaro hat dieses Match einfach so großartig gemacht und für mich auch auf jeden Fall Match of the Night. Zumal, besonders du sagst, wir sind enttäuscht. Ja gut, das stimmt, wir sind alle enttäuscht. Aber mir tut so ein Cesaro einfach so unglaublich leid, ne, jetzt auf menschlicher Ebene. Ich dachte mir nur so, das perfekte Beispiel ist doch einfach, du bist Autoverkäufer. Es gibt zwei Autoverkäufer in dem Autohaus und du verkaufst jeden Monat 10 Stück, der andere 5 Stück. Und trotzdem wird der andere einfach jeden Monat der Mitarbeiter des Monats und kriegt jedes Mal den kleinen Bonus. Und du stehst einfach nur da, zeigst jedes Mal mehr Leistung und wirst trotzdem jedes Mal nie zum Mitarbeiter des Monats gewählt, weil der Chef den anderen einfach so lieber mag. Selbe Situation, Reigns gegen Cesaro. Ne? Der Cesaro tut mir einfach unglaublich leid. Sowas hat er nicht verdient. Der hat es einfach verdient, ganz oben zu stehen. Auf jeden Fall. Und ich kann hier einfach nur nochmal diese Diskussion aufgreifen. Natürlich muss man Reigns in gewisser Weise Respekt zollen für sein Match bei Hell in a Cell, aber das ändert ja nichts daran an unserer Meinung zu ihm, dass er kein Main-Eventer ist. Also ich habe persönlich überhaupt nichts gegen Reigns, wenn er in der Midcard steht, wenn er wirklich nicht um den Haupttitel geht, sondern eher so Intercontinental Championship Niveau. Reigns ist für mich ein perfekter Intercontinental Champion. Aber die WWE ist halt so drauf, die suchen sich ihre Leute aus, die sie pushen wollen. Vince sucht sich die Leute aus, die sie pushen wollen und der Rest bekommt halt keine Aufmerksamkeit oder
bekommt zumindest kein ausgeklügeltes Booking. So sieht's nämlich aus. Und dann ist daraus einfach die Folge, dass ein Cesaro in der Midcard gammelt, obwohl er eigentlich, er ist schlechter als Reigns am Mikrofon, aber dafür so viel besser im Gesamtpaket, allein durch sein Wrestling. Und wenn man der WWE Glauben schenken würde, dass man wirklich alles braucht, Micwork, Wrestling, Charisma und so weiter, dann würde... Warum ist er nicht Owens oben? Wollte ich gerade sagen, dann würde ein Kevin Owens im Main Event stehen, aber nein, ja. Die WWE sucht sich ihre Leute aus, einen Reigns, oh, that guy's pretty awesome, he looks so damn cool, lass uns ihn pushen, weil er ein Simone Badass ist oder weil er zumindest so aussieht, aber es eigentlich gar nicht ist, weil er kein The Rock 2.0 ist. Und dann, ja, dann pusht man ihn halt. Ja, also. Das ist halt einfach, ja, das ist einfach die übelste Doppelmoral. Da braucht die WWE auch irgendwie gar nicht mehr mit Argumenten kommen. Wir wissen, dass Cesaro gegen Owens momentan das gerechtfertigste Match um den WWE-Titel wäre, weil die einfach momentan der beste Heel und der beste Face in Anführungsstrichen in der WWE sind. Cesaro durch das Technische, Owens durch das Gesamtpaket und ja, Reigns sollte einfach den Intercontinental-Titel tragen oder so, ist mir egal. Aber wie gesagt, ich will das Match auch nicht runterspielen. Ne? Das waren 20 Minuten, das war Top-Wrestling. Ich meine, Cesaro hat mehr dazu beigetragen als Reigns. Trotzdem war Reigns nicht schlecht, das möchte ihm niemand vorwerfen. Ich sage nur, Cesaro ist besser und er tut mir einfach menschlich richtig leid, dass der immer übergangen wird. Und das wird ja, denke ich, auch niemals besser. Der Typ wird einfach irgendwann ohne WWE-Titel die WWE verlassen. Das ist so traurig. Ja, also ich will jetzt echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber du bist da schon in der richtigen Richtung unterwegs, denke ich. Aber gut, wir werden sehen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es trotzdem mal zu einem Push kommt von einem Bray Wyatt oder einem Cesaro, die ja eigentlich super Talente sind, die eben nicht das komplett geniale Gesamtpaket sind, aber von denen ich persönlich halt einfach Fan bin. Wenn man komplett geniale Gesamtpakete jedoch pushen würde, dann würden sie einfach kein Reigns pushen. Und von daher, es geht bei der WWE, obwohl sie es immer sagen, nicht um das komplett perfekte Gesamtpaket, sondern um ihre Lieblinge, die sie pushen wollen. Aber gut, das dazu. Ansonsten, die Ascension hatte mal wieder ein Raw-Match. Ich hab's fast nicht glauben können. Gegen die Dudley Boys. Die Dudley Boys gewinnen das ganz schnell mit dem 3D. Und ja, das war, denke ich, zu erwarten. Die Ascension ist auch so ein Fall. Na, ich will gar nichts mehr dazu sagen. Ich hab's schon zu häufig ausgeführt. Ja, einfach nur ein kleines Filler-Match, ne? Zwischen den ganzen Fable-Finals war ja klar. Ja. Kann ich trotzdem mit leben, jetzt mittlerweile. Man freut sich irgendwann damit an, dass die Ascension tot ist. Leider. Und ich finde ja, The Ascension hätte Potenzial gehabt, aber man hat dieses Potenzial einfach nicht genutzt. Werde ich gleich nochmal drauf kommen mit Kalisto in diese Richtung. Jetzt aber erstmal die Frage, wie würdest du mit den Dudley Boys weitermachen? Man hat sie ja in die WWE geholt, weil man die Tag Team Division stärken wollte, aber die gammeln einfach wieder im Nirvana rum. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit der WWE los ist und ihren Bookings, ne? Ja, mit den Dudleys wird jetzt nichts mehr, ne? Die Usos sind jetzt back, du hast jetzt New Day als Champs und ja, was haben die Dudleys dann noch zu suchen? Die sind jetzt einfach so sang- und klanglos untergegangen. Die lassen die jetzt rumgammeln und im Jahr haben die vielleicht nochmal Bock, so ein Vince, denkt so, oh, da gab's immer geile Table-Matches und im Endeffekt kommen die dann doch für den letzten 10. Titel-Run, aber bis dahin werden die einfach nur irgendwo rumgammeln. Und Dudleys ja. Gegen Ascension ist momentan das Belangloseste, was man sich vorstellen kann. Auf Leider. Jeden Fall. Unverdient, ne? Ist klar. Ja, so sieht's aus. Wir werden sehen, wie das weitergeht mit den Dudley Boys. Ich finde auch, man hat zurzeit einfach so viele Tag-Teams, dass man berechtigt zwei Tag-Team-Fäden machen könnte. Aber es ist halt auch einfach immer das Ding, du hast so viele Leute, dass du immer nicht alle oder nicht immer alle wirklich so einsetzen kannst. Und das führt halt dann zum Momentumverlust, weil die Dudley Boys, wenn die jetzt wieder irrelevant sind, dann verlieren die halt unglaublich am Momentum, sind zwar irgendwie, es ist normal, dass sie da sind, weil sie ja sowieso solche Filler-Matches bei Raw bestreiten, aber wirkliches Interesse hat man dann nicht an ihnen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber wir gehen mal weiter, Zeb Colter hat ein Backstage-Segment mit Alberto Del Rio und Renee Young sagt hier, Max America, man muss sich alles verdienen, Rag to Riches und so weiter. Triple H kommt dazu und macht wieder Anspielungen zu einem neuen Authority-Guy, Alberto Del Rio, hast du Bock und so weiter.
Ich denke, es wird, oder was heißt ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den nächsten Monaten einen neuen Authority Guy geben wird, also einen neuen Seth Rollins quasi, der dann, wenn Seth Rollins zurück ist, eine Fehde mit diesem beginnen wird. Wer das sein wird, ich kann mir viele Leute vorstellen. Ich kann mir einen Reigns vorstellen, einen Ambrose vorstellen. Von mir aus auch einen Kevin Owens, fände ich nicht mal unrealistisch. Also da gibt's einige Leute, die man hier zum Authority Guy machen könnte. Und ich finde es auch nicht schlecht, weil es eine super Möglichkeit ist. Ja, Owens hatte ja auch schon an diesem Abend dieses Gespräch mit Triple H. Ja. Dieses, wo man nicht weiß, was der Inhalt war. Wenn jetzt, das wäre ja der übelste Plot-Twist einfach mal, wenn so ein Owens einfach nur unclean gegen Ambrose jetzt ins Finale abdriftet und durch einen Triple H-Eingriff gewinnt ein Owens oder so das Finale. Lass mich träumen. Dann hast du den neuen Authority-Guy, der auch zwei Titel auf einmal trägt, ne? Aber so weit wird's wahrscheinlich nicht kommen. Ich tippe mal auf Reigns oder Ambrose. Wobei ich Reigns als Authority-Guy mehr feiern würde. Auf jeden Fall. Vor allem das Problem ist, Ambrose ist halt so over, dass den du kriegst ihn nicht weg. Richtig. Du kriegst ihn nicht als Heel wirklich so over, weil halt Reigns auch nicht so hundertprozentig als Face-Over ist. Und wenn dann Ambrose Reigns in den Rücken fällt, würden das, glaube ich, mehr Leute feiern. Ich meine, ja, ich weiß eh nicht, ich verstehe, also du musst mal überhaupt Heel und Face definieren, ne? Ja. Wie ist das definiert? Ist das jetzt nur, wer gute Taten macht, ist Face, wer schlechte Taten macht, ist Heel? So kannst du es ja eigentlich nicht sagen. Eigentlich ist doch, wer ausgebuht wird, ist Heel, wer bejubelt wird, ist Face. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Owens und ein Reigns sich gegenüberstehen und sich gegenseitig den Schlagabtausch geben, den klassischen, wird bei Owens mehr gejubelt und bei Reigns, glaube ich, mehr geboot oder sowas. Ja, zum Beispiel mit Cena Owens. Ist Owens jetzt Face und Reigns jetzt schon Heel? Also keine Ahnung, die WWE, die kann da auch nicht immer machen, was sie will. Also irgendwo haben die Fans ja auch noch ein bisschen Macht. Ja. Sollten sie zumindest haben, auf jeden Fall. Sage ich ja auch schon sehr, sehr lange, sagen wir auch schon sehr, sehr lange, dass man da mehr auf die Fans hören soll. Aber wir werden mal abwarten. Mehr dazu natürlich in der Survivor Series Preview, die am Samstag um 11 Uhr kommt. Vielleicht mit dem Alex. Mal gucken. Ansonsten, wir hatten bei SmackDown, du warst ja nicht bei der Review dabei, Mandelentzündung for the lose, sag ich mal. Aber Kalisto hat einen Upset-Victory gegen Ryback durchgezogen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich habe mich gefreut, ne? Kalisto ist unglaublich stark. Ich weiß auch, was du von dem hältst. Aber wir wissen beide, der ist auf jeden Fall das Juwel in dem Tag-Team. Botch Cara, ne? Geht oh. So. Der hat seine guten Momente, aber der hat halt auch viele schlechte, während Kalisto einfach so gut wie immer abliefert, ne? Kalisto ist halt einfach richtig stark. Der kann noch viel erreichen und wobei uns beiden, denke ich mal, klar war, dass an der Stelle der Rio im Viertelfinale jetzt auch Schluss ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir können es ja ansprechen. Kalisto gegen Alberto Del Rio. Geiles Match, zwei Luchadores. Kalisto hat auch nach SmackDown gesagt, es ist ein Traummatch für ihn, endlich mal gegen die in Mexiko ja als Legende geltenden Del Rio hier anzutreten. Kalisto zeigt mal wieder, was er alles kann oder nicht, was er alles kann, aber zumindest ein paar geile Moves. Einen OMG-Moment gab's, als Alberto Del Rio einfach die Maske von Kalisto ja runterreißt. War das schon ein kleiner Botch, ne? Also ich weiß nicht, ob es ein Botch war oder ob es wirklich geplant war als ultimatives Zeichen von Respektlosigkeit. Ich glaube, die sollten, das war ja eigentlich so geplant, dass der Rio irgendwie die halb abreißt oder so. Du siehst den Mund, die Nase halb, aber dann kann die noch runtergezogen werden oder so. Ja. Aber im Endeffekt zieht der Rio ja einmal dran und hat die auf einmal komplett in der Hand. Das ganze Gesicht war ja hier für eine Millisekunde komplett sichtbar einfach. Was natürlich schon ziemlich heftig ist. Und dann ist der Rio, tut so, als wenn der weiter abzieht, obwohl er ihm die wieder rüberstülpt, die Maske. Also ich glaube, das war schon so ein kleiner Botch, aber ne, der hat anscheinend falsch eingeschätzt, wie locker die Maske doch saß. War auf jeden Fall richtig krank. Galt ja auch als perfektes Zeichen der Respektlosigkeit. Das zeigt einfach, dass der Rio
keiner, niemand mehr akzeptiert, außer Max Americana. Ne? Ja. Ich fand sogar, es ist ein sehr interessantes Detail gewesen für Alberto Del Rios Charakter auch, dass er halt wirklich sagt, obwohl er Mexikaner ist und obwohl er auch in gewisser Weise Luchador ist, Max America for the win, du bist Mexikaner, du bist ein Luchador, hast eine Maske auf, ich scheiß auf deine Prinzipien und so weiter. Also war interessant. Ich glaube auch so, dass es ein bisschen gebotscht war, dass er die nicht komplett abreißen wollte, aber gut, war auf jeden Fall ein schönes Detail, wie ich fand, obwohl es nicht so geplant war, aber gut, der Mittelfinger von Brock Lesnar im Hell's Gate beim SummerSlam war auch nicht geplant und trotzdem war es ein super Moment. Spike Ranach. Perfekt. Das hat perfekt zur Story gepasst. SummerSlam Review könnt ihr euch dazu nochmal anschauen, auf meinem Kanal natürlich nach der Raw Review, denn hier wird's gleich nochmal richtig interessant. Die Spike Runner von Kalisto kommt, aber dann am Ende der Double Foot Stomp Finisher von Alberto Del Rio und er kommt weiter. Ich habe mich ein bisschen enttäuscht, ich habe ja damit gerechnet, dass Del Rio weiterkommt, aber Kalisto, finde ich, muss trotzdem gepusht werden, einfach weil er... Man hat's bei Ryback gegen Kalisto gesehen, was der für eine Match-Story verkaufen kann. Klein gegen groß und auch im Ring ist der super. Gebt ihm einfach mal eine Chance, wenn er die verkackt, sehe ich es ein, dass man ihn nicht pusht. Aber man hat ihm ja noch nicht mal richtig eine Chance gegeben. Und dann zu sagen, er ist nicht over bei den Fans und wir pushen ihn nicht, da verschwendet man einfach komplett das Potenzial, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Ist unfair ihm gegenüber. Der hat auf jeden Fall die Chance verdient. Und ich glaube, der könnte die auch nutzen. Ich denke auch, ja. Ja, ich bin so überzeugt. Überzeugter Typ. Nee, wir gehen noch mal kurz auf die Halbfinalpaarungen jetzt ein. Die stehen ja jetzt fest. Einmal wird Alberto Del Rio gegen Roman Reigns am Sonntag bei Survivor Series kommen. Das erste Halbfinalmatch. Das zweite Halbfinalmatch liest sich noch besser. Kevin Owens gegen Dean Ambrose ist hier am Start. Unsere Tipps gibt's dann vielleicht am Samstag bei der Preview zu Survivor Series. Also wir wollen das hier gar nicht groß anschneiden. Das sind auf jeden Fall die Halbfinalpaarungen und da könnte durchaus noch was Interessantes passieren. Aber wie gesagt, hört euch die Survivor Series Preview an. Da bekommt ihr dann nähere Infos dazu. Genau, und jetzt gehen wir zum Main-Event-Segment. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass es tatsächlich der Main-Event bzw. das Main-Event-Segment war. Das Contract-Signing für das Divas Championship-Match Paige gegen Charlotte. Was? An der Stelle einfach das beste Beispiel wieder, dass die WWE das Wort Konstanz oder sowas noch nie in ihrem Leben gehört hat, ne? Erst, ja, wir machen eine Divas-Revolution und dann... Jetzt geben wir ihnen doch nur Mini-Matches und immer die gleichen gegeneinander, so dass die wieder total irrelevant werden. Und jetzt sind sie doch das Main-Event im Contract-Signing. Also, da ist irgendwie eine Linie, die ist nicht ganz klar, ne? Da gibt der Deutschlehrer für den fehlenden roten Faden auf jeden Fall Punktabzüge, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, ich sehe es lieber unkonstant und dafür mit ein paar Höhlen, als nur mit Tiefen, aber es ist natürlich besser, wenn man es konstant intelligent bookt. Das kann man eigentlich zu allen Sachen sagen. Und die WWE ist halt da meistens nicht so auf dem Trip, dass man sagt, Konstanz einfach, weil man auch zu viel Content in einer Woche hat. Man hat Raw, man hat SmackDown, Main Event, Superstars und wenn du das alles guckst, bist du irgendwann komplett ausgelaugt, ja. Ich finde, man sollte einfach Raw auf 2 Stunden kürzen, dafür dann kompakter machen, besser machen, SmackDown auf 2 Stunden lassen, die fehlenden Segmente aus Raw vielleicht da reinpacken, kompakter machen, besser machen und dann so die Weekly-Scheiße weglassen wie Superstars oder sowas. Ja, fände ich sehr, sehr interessant. Ich denke, wir müssen auch nochmal so ein Video aufnehmen, wo wir sagen, was für eine Weekly-Show wir uns noch dazu wünschen würden zur WWE, wenn man Superstars, Main Event und vielleicht auch SmackDown streicht, welche Show da am geilsten wäre. Ich habe da schon sowas im Kopf, aber da wird's dann vielleicht nochmal ein Video dazu geben. An sich, Paige gegen Charlotte wird's ja bei Survivor Series geben und das Segment hier im Main Event fand ich schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Charlotte sagt, ich wollte immer so sein wie du, Paige. Du warst das British Badass und spricht dann ihren Bruder an, heult so ein bisschen rum wegen ihm und dann dachte ich mir erst, Charlotte, du heulst doch die ganze Zeit, oder? Aber es hatte dann später noch einen Sinn. Paige sagt dann, ich bin einfach besser als du, ich bin der geborene Champ. Charlotte sagt, du bist kein Vorbild, das ist doch dein größtes Problem. Keiner will so sein wie du, außer ich wollte es. Aber ich werde meinen Titel nicht verlieren gegen dich. Paige shootet dann gegen Flair. Charlotte sagt dann, lass meine Familie in Ruhe. Meine Familie hatte schon immer diesen
Kämpfergeist und Paige sagt dann dein Bruder, aber anscheinend nicht und dann, Alter, war die Line heftig. Dann ist Charlotte natürlich komplett eskaliert, es gab einen Brawl, richtig geil und sowas ist schon eher eine Divas Revolution als Six-Man Tag oder Divas Matches oder Six-Divas Tag Team Matches, so rum. War geil, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall feierbar. Ich sag mal ganz ehrlich, ne, die Line war auch übelst lässig von Charlotte, als Paige wie meinte, ah, ich hab dich doch die ganze Zeit nur ausgenutzt. Ich halt so, du scheinst ziemlich schlecht darin zu sein. Ich hab den Titel, du nicht. Ja. Das war auch richtig lässig. Ich hab gefeiert. Ich freue mich auch auf das Match. Ich tipp zwar und ne, wir wissen alle, wie das läuft. Charlotte hat die Überhand aktuell noch. Und Paige kann so viel erzählen, wie sie möchte als Heel, aber das wird wohl nichts. Trotzdem hoffe ich, dass Paige im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal Championess wird. Ja, also... Ich würde die gerne nochmal sehen. Also ich glaube halt, dieses Mal wird's nichts, aber die Male danach irgendwann würde ich mich mal wieder freuen. Denke ich auch, dass sie das wird. Ich finde, sie ist als Heel echt badass. Sie ist als Heel sehr, sehr gut. Boah, diese Line, dein Bruder hat aber anscheinend nicht genug Fighting Spirit gehabt. Das war ein bisschen zu krank, ne? Ja, ich fand's einfach eine perfekte Line. Also ich hatte nichts auszusetzen, einfach weil das so eine Persönlichkeit mit reingebracht hat in die Fehde, die perfekt war und Charlotte rastet komplett aus und die beiden brawlen sich. Es ist endlich dieses Fünkchen drin, was ich mir noch von dieser Fehde wirklich erhofft habe. Einfach, dass es mal ein bisschen zur Sache geht, dass man mal ein bisschen persönlicher wird und das hat man hier endlich gemacht und von daher fand ich das schon sehr, sehr geil. Bei Survivor Series am Sonntag wird es dann, wie gesagt, das Match Paige gegen Charlotte geben. Ich bin durchaus gespannt, wie das werden wird. An sich kann man sagen, sehr gute Raw-Episode fand ich. Also durchgehend geile Sachen. Man hatte zwar auch viele nicht so interessante Sachen und auch Filler-Matches, aber das war zwar, wenn man sich so durchliest, viel, aber von der Matchzeit hat das nicht so viel beansprucht und von daher sehr gute Raw-Episode bis gute Raw-Episode. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Matchqualität hat man ja hier auch sehr, sehr gut oben gehalten. Ja, ich meine, du hast schon gesagt, man könnte so ein paar Matches streichen. Ich meine, ich bräuchte Filler-Matches nicht, ganz ehrlich. Breeze gegen Truth, ja gut, Breeze tut's ganz gut, mal auch bei Raw zu sehen zu sein. Ich sag mal, Dudleys gegen Ascension war recht irrelevant. Sowas braucht man eigentlich nicht, aber ich meine, die waren auch nur 3 Minuten lang, während die Viertelfinals mindestens 10 waren. 10 bis 20 Minuten und da kann man eigentlich nicht mehr meckern, ne? Und das Main Event oder beziehungsweise das Endsegment, das war eigentlich auch richtig, richtig stark. Besonders dafür, dass es was mit Steven zu tun hat. Ich meine, Main Roster plus Steven ist eigentlich eine Kombination, die gerne mal nicht funktioniert, aber diesmal hat's geklappt, ne? Auf jeden Fall. Also durchgehend gute Raw-Episode, wie ich fand, hat mich unterhalten. Und vor allem eben auch, weil man hier endlich diese Match-Qualität hatte wieder in der Show, die ja wirklich nie schlecht war dieses Jahr. Also natürlich gab es mal einzelne Raws, wo die Match-Qualität nicht so gut war, aber man hatte eigentlich immer ein geiles Match dabei. Und das ist eigentlich so die Stärke mit von den Shows. Zwar nicht immer das Booking, aber dass zumindest man mindestens ein gutes Match dabei hat und das ist, denke ich, auch ganz wichtig. So, an sich, wir hatten gute Weiterführungen von Fäden, bin gespannt, was noch so angesetzt wird für den Sonntag und wir werden dann mal sehen, wie es bei der Survivor Series Preview aussieht, was so unsere Tipps sind. Am Samstag um 11 Uhr gibt's die auf meinem Kanal. Hast du noch irgendwas loszuwerden zu der Raw? Nee, war schön hier zu sein und die Raw hat mir Spaß gemacht. Okay, dann würde ich sagen, schreibt auch eure Meinung, natürlich eure Reviews in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.